Sie sind der Gründungsvorstand der Swissic, Herr Blank. Deshalb die Frage an Sie, was war eigentlich der zündende Funke, diesen Verband Swissic in der Schweiz zu gründen? Ganz wichtig war, dass wir eigentlich jetzt endlich alle an einen Tisch sitzen können. Wir haben heute das Problem, immer noch das Problem, dass die Anbieter für sich reden, die Leistungserbringer für sich reden, eigentlich jede Partei für sich ganz allein was macht, ohne dass er weiß, was die anderen machen. Und das war eigentlich der Grund, dass wir gesagt haben, wir müssen alle unter einem Dach das Gespräch suchen, damit die auch wissen, was wir wirklich wollen. Welche Perspektiven haben Sie denn mit der Swissic hauptsächlich vor? Wir sehen durch die Zusammenarbeit und das Bedürfnis auch, dass die Anbieter auch wirklich mitkriegen, wo sind die Bedürfnisse von Leistungserbringern und nicht einfach Dinge verkaufen, die sie denken, dass wirklich gut ist. Und Anbieter, Leistungserbringer, aber auch Berater an einen Tisch zu bringen, ist sicher schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass es da zu einigen Konflikten kommen könnte. Das könnte dazu kommen, es muss sich einfach jeder bewusst sein, dass es dazu kommen könnte. Für mich ganz entscheidend ist nicht, dass die konkurrierend zueinander sind, dass es eine problematische Konstellation gibt, sondern vielmehr, wir reden endlich miteinander. Und macht nicht jeder, macht für sich selber was. Wie balancieren Sie denn das Verhältnis zwischen Anwender, Anbieter und Berater innerhalb der Swissic aus? Wir versuchen sehr intensiv im Moment verschiedene Spitäler genau aus dem Konfliktpotenzial raus zu gewinnen, hier mitzuarbeiten. Im Moment ist es sehr anbieterlastig. Wir versuchen wirklich die Leistungserbringer, die Krankenhäuser in das Forum reinzubringen, damit wir hier auch viel klarer und viel besser Position beziehen können und die auch durchsetzen können. Danke, Herr Blank.